Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXU.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal mit einem bunten Programm. Wir gehen am Samstag nach Angers zu den Trabern nach Frankreich. Da habe ich zwei Rennen für Sie rausgesucht, zwei tolle Rennen. Und am Sonntag, da gehen wir natürlich nach Galopp Deutschland, da gehen wir nach Düsseldorf in die Meilentrophy. Also tolle Rennen stehen uns bevor an diesem Wochenende. Am Samstag und Sonntag noch in Berlin-Mariendorf die Traber-Vorläufe für die Stuten und die Hengste. Und zwei Wochen später dann die Finals. Aber wir gehen erstmal nach Angers. Ja, und hier haben wir Jean-Michel Basir als Favoriten im Prix de Buenos Aires. Ein Gruppe 2 über 4150 Meter. Ja, und der gute Clean Game, der hat doppelte Zulage. Ja, Jean-Michel Basir, unter der Woche gab es ja News. Aubryon Duguerre ist leider von uns gegangen. Da gab es einen Zusammenprall mit Cyrano Dupont. Die beiden Pferde sind im Training aneinander geraten. Besser gesagt gestoßen und mussten beide niedergelegt werden. Also großes, großes Pech für Jean-Michel Basir und Aubryon Duguerre. Er bleibt uns natürlich gut in Erinnerung. Ein wirklich tolles Pferd, was der geleistet hat. Clean Game, das könnte sein Nachfolger werden. Auch dieses Pferd, ganz, ganz stark hier zu beachten, steht bei 865.000 Euro Gewinnsumme. 7 Jahre ist er alt. Und das Pferd geht hier mit doppelter Zulage an den Start. Er ist der Titelverteidiger, hat die Eisen drauf, das macht aber nichts. Der Superstar aus dem Basierstall kann auch mit Schuhen gewinnen. Tolles Pferd, muss man sagen. Also da wird es wenig geben, aber ein paar Oppositionen gibt es. Allen voran vielleicht Vertige de Chenu, das Pferd von Badouin hier mit Eric Raffon. Ist jetzt 10 Jahre alt, das heißt also, das wird sein letztes Jahr werden. Hat noch einen Störer drin, Azaro Deva. Und ja, die beiden sind nicht mehr steil, die Stallwerte ist abgeschafft worden. Also da gibt es dann gute Kurse für die Pferde, die vielleicht sogar mit Pacemakern oder Störern laufen. Vertige de Chenu hat im Reiten gute Leistungen gezeigt. Ja, die letzte Form im Sulky, die war auf Gras, das war ein dritter Platz. Ganz schwer einzuschätzen, aber sie haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Und ich denke mal, sie werden hier all in gehen. Super fest, das Pferd hier mit dem kleinen Basier, mit dem Sohnemann. Auch dieses Pferd, 4 Eisen runter, wie Vertige de Chenu. Hat aber die letzten beiden Male als Favorit doch wirklich sehr stark enttäuscht. Ich glaube, dass er die Distanz kann. Aber ob es für ganz vorne reicht, das wird sich zeigen müssen. Express Jet hat die Eisen drauf. Damit lief er auch schon gute Rennen. Darf man ebenfalls nicht unterschätzen. Und aus dem ersten Band Cerenzo Turbo, ja, und der gute Colorado Blue, die beiden haben sich letztes Mal getroffen. Das sind auch echte Gegner für Clean Game. Ja, Clean Game, ich habe schon gesagt, ist der Titelverteidiger in diesem Rennen. Aber ich gehe mal mit Vertige de Chenu, der ist bestens vorbereitet auf dieses Rennen hier. Und sie haben nicht mehr viele Möglichkeiten. Deswegen Vertige de Chenu schlägt für mich Clean Game im Prix de Buenos Aires am Samstag. Dann geht es weiter zum Gruppe 3 Rennen in den Prix de Rome. Ein Rennen später, das 6. Rennen. Ja, und hier geht es für die Dreijährigen um 70.000 Euro, 2.150 Meter. Also da geht es hier hinters Auto. Gotland, das ist der Anführer seiner Generation. Ready Cash aus der Sanava, also blaublütiger geht es gar nicht. Hat bis jetzt ein Rennen verloren, den Rest hat er gnadlos gewonnen hier. Kommt vom Mai. Natürlich ist er das Maß aller Dinge in diesem Rennen. Aber er ist für mich angriffbar. Sein Debüt gewann er auf dieser Bahn, danach lief er ausschließlich in Paris-Vincennes. Godfather überzeugt mit einem fantastischen Sieg in Angers zu ganz hohen Odds, also der wird immer besser. Admiral Effe, der Italiener, ist jetzt bei Jean-Michel Basir. Die letzte Form mit Robin Bakker war gut, das war ein Väterplatz in Frankreich, aber muss sich auch erstmal mit dem Meister beweisen. In Your Dreams, das Pferd sprang letztes Mal an, nicht uninteressant. Ja, und General Duparc hier, letztes Mal, schon da 41 am Toto und war nur unter Ferner liefen. Das kann ja nicht sein, dass dir gar nichts mehr geht. Ich denke mal über 2150 Meter, das ist seine beste Distanz, da ist er immer gut gelaufen. Da hat er auch schon Gotland angegriffen. Das war für mich eine Streichform und ich gebe ihm nochmal eine Chance hier. General Duparc hat genauso wie Gotland die beste Zeit in diesem Rennen, das war 12-4. Da liefen sie gegeneinander und da waren sie nicht weit auseinander. Deswegen noch einmal General Duparc hier, mein Tipp im Prix de Rome am Samstag in Angers. Dann geht es weiter nach Düsseldorf zum Sonntag, die Meilentrophy. Tolles Rennen, Gruppe 2, 1600 Meter und hier sind starke Pferde aus dem Ausland genannt. Robin of Navan hier,
auch genannt hier, aber die besten Tage scheinen gezählt zu sein. Mehr als Listenklasse ist nicht mehr drin. Sie lassen ihn auf allen Distanzen laufen, zwischen 1600 und 2000 Meter. Ja, und das meist ohne Erfolg. Er muss sich an seine alten Tage erinnern und dann kann er in diesem Rennen was erreichen. Wonnemond, auch dieses Pferd hier, hat jetzt zweimal wirklich flattern lassen. Zuletzt lief es in Jägersro gar nicht gut. War Favorit, war nur Siebter. 2019 nur zwei Starts gehabt. Also dem so richtig vertraue ich auch nicht mehr. Broderie stand letztes Mal extrem kurz, unter 20, viel zu kurz, muss man sagen. Musste in Dresden Waldfahrt und Brian Ryan vor sich anerkennen. Waldfahrt geht ja am Samstag noch nach England. Jetzt geht es wieder über die Meile. Ganz gefährlich für mich, das Pferd hier aus dem Stall von Henri Alex Pantal. Schalona, die beste deutsche Waffe, bekommt Kilos von allen als Stute und Dreijährige. Ja, und die musste sich immer nur Axana geschlagen geben. Das war schon eine gute Form. Axana sowieso eine Top-Stute. Pechur hier verpflichtet, 53 Kilo, das ist sehr niedrig. Aber Pechur kennt Schalona. Die beiden haben schon erfolgreich ein Rennen gewinnen können. Also ich bin mal gespannt, wie die Dreijährige aus dem Grevestall hier agiert. Indian Blessing, wenn das Pferd läuft von Walker hier, hat die beste Form, muss man tatsächlich sagen. Toller dritter Platz in Ferry House. Ist auf Distanzen zwischen 1400 und 1600 Meter zu Hause. Das Pferd kennen wir schon aus Deutschland, hat auch hier schon mal Erfolge gefeiert. Hat einen Listensieg in diesem Jahr und war sogar Gruppe 1 platziert. Das war aber gegen Arabian Beauty. Also das kann man so ein bisschen ja, einordnen, kann man es nicht sagen. Aber so richtig Arabian Beauty hat hier nicht so überzeugt, wurde dann verkauft, aber lief dann in Amerika ganz gut. Also Indian Blessing, kein Überpferd, GAG von 91,5 Kilo. Da steht Schalona schon 2 Kilo drüber. Deswegen für mich der Tipp hier, Schalona mit Maxim Pichur in der Meilen-Trophy am Sonntag in Düsseldorf. Ja, das war sie schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss.